Wieder einmal zurück beim Goldenen Tempel, wie so häufig zu dem Beginn von den Parts von Ghost of Tsushima. Dieses Mal sind wir mit Fürstin Masako hier, die letzte aus dem Clan der Adachi. Ihre Familie wurde von Verrätern unter ihren eigenen Landsleuten ermordet. Jetzt sollen wir hier mit dem Mönch Sogen sprechen und dann mit der Rüstungsmacherin. Was hat der Mönch uns zu sagen? Sogen ka? Sayo de. Sakai to mousu. O samurai. Nani o de? Masako dono kara kotozute da. Wadashi ke no oyakata ga osuwarete, hoka no mono wa shinda to. Moko ga? Iya, uragiri da sou da. Oitawashi ya. Ikusa jitaku o shita yatsura ga tera ni konakatta ka? そのような覚えは、勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。なや、das war jetzt nicht sehr aufschlussreich.Ich hoffe, ich habe mir gemerkt, wo die Rüstungsschmiedin war. Verdammt! Ja, da oben. Wo ich am Ende des letzten Parts sowieso schon versehentlich hinlaufen wollte. Fail.整えてもよろしいでしょうか。雅子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。Samurai Clan Rüstung, eine robuste Rüstung, die einst einem der Söhne von Fürstin Masako gehörte. よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。Oh, wir haben endlich wieder eine richtige Rüstung. Wie schön. Können wir sie denn auch schon verbessern? あなたをお守りするためなら腕を振るいましょう。Ah, nein. Noch lange nicht. Ah.素材を十分にお持ちでないようですね。また頼むぞ。Lassen wir sie inzwischen mal wieder an。道中、どうかお気をつけて。Die Tracht des Reisenden werde ich dann wieder anziehen, wenn wir free roamen auf der Insel, in der Hoffnung, dass ich dann alles finde。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男、重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。もうこの噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。Was nun, Masako? Ano Bozu, nuke nuke to. Sogen me, isoide ore. Marude sue modoru ookami. Koko kara wa shagame.
Nicht so ein netter Mönch offenbar. Ich glaube nicht. Übersetzen? Okay. Was passiert eigentlich, wenn er mich entdeckt? Muss ich es dann noch einmal machen? Kommt es zu einem Kampf? Und da haben wir wieder voll Assassin's Creed. Aber volle Wäsche. Verfolgungsmissionen, wo man sich im hohen Gras verstecken muss. Ich meine, besser gut abgeschaut als schlecht selbst gemacht, ne? Und das hat er jetzt nicht mitgekriegt. Vorräte unter der Brücke sind wichtiger als Sogen zu beobachten. Wo ist er denn? まさこま生きておる。武士を連れておるぞ。館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ。わしの肩入れが続けた。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。 あやつらが一族の仇。坊主は生かせ。他は殺す。尋常に勝負。 Klingt nach einem Plan. Sehr schön. I know. Yeah.
Not bad. Erste Herausforderungsserie geschafft. Und auch gleich mal die Haltungen immer wieder gewechselt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wo ist dieser verräterische Mönch? もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主は。それを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿。私は家族を埋めたのだ。一人一人をな。幾日もかけて。己など野犬どもの。 Also, ich kann ihre Reaktion verstehen. Seltsam auch, dass seine Stimme gerade in der Zwischensequenz so leise war. Merkwürdiger Fehler. Liegt nicht an der Aufnahme. Das ist übrigens das Haus, ne? Wo ich den oberen Stock vergessen habe zu untersuchen. Jetzt sind wir erst wieder hier. Kaeno Bugu, Engun ga kuru hazu datta no ka? Meshi ga tsukite iru. Nagaku ita no da na. Es ist auch ziemlich oft so ein Detektivspielchen in den einzelnen Missionen. Was mich nicht stört, aber es fällt auf, dass das relativ häufig vorkommt. Hm. Oh, Liste mit Verschwörern. Sogen, Sadao, Mai, Kajiwara, Omura. Ich glaube, ich weiß schon, was wir für Fürstin Masako machen werden dürfen. Nämlich diese Liste abarbeiten. <笑>何か見つかったか。何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が初めて見るものだ。どこぞの家が。 乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もしお自由がいればこのようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。 いいだろう。 Und wir haben Fürstin Masako rekrutiert. Und unsere Legende wächst weiter.
Wir sind nun die Hoffnung der Menschen. Okay, was für eine Geistwaffe nehmen wir uns jetzt? Schwarzpulverbombe, Rauchbombe, Haftbombe, Windglocke. Ich glaube, wir gehen auf die Schwarzpulverbombe gleich. Gut. Wir haben schon wieder einen jetzt haben wir gerade einen Technikpunkt dazu bekommen, logisch. Mentale Stärke reduziert die Abklingzeit von Konzentration um 15%. Okay. Oh. Mann. Hier was beim Ausweichen. Ausweichhieb. Oh, das wäre ganz praktisch. Nehmen wir den Ausweichhieb. Gut. Fernkampfwaffen wechseln. Aha. Bogen und die Waffen. Gut. Mit dem ändere ich die Kampfhaltungen auch gut. Na, sehr schön. Aber nachdem wir hier drüben gleich sind, das nächste Lager hier, der alte Handelsposten, glaube ich, will befreit werden. Auf dem Weg dorthin ziehe ich mir natürlich wieder die Tracht des Reisenden an. Oh, defekte Aufzeichnungen. Gespräche mit dem Khan 1. Habe ich das wieder aufgesammelt? Irgendwie glaube ich, dass ich hier überall erst durch diese Hauptmissionen hin hätte sollen und nicht schon im Vorhinein. Ups. Ah ja. Da drüben ist das Lager auch schon, aber komme ich da rüber über den Fluss? Ja. Das war's mit dem Anführer.
Nice. Und für die Boni bekomme ich eine Erhöhung meiner Legende. Gut. Na, durchsuchen wir diesen alten Handelsposten noch. Gibt sicher wieder genug aufzusammeln. Aber es ist ja nicht so ein großes Lager gewesen wie das Dojo. Es war auch kein großer Endgegner, sondern nur ein normaler Anführer. So wird hier nicht so viel sein, nehme ich an. Trotzdem alles gründlich durchsuchen, damit ich ja nichts übersehe. Vor allem dort in diesem Haupthaus dann. Wieder dieses schöne Gras. Aber das einzige Gras, was mich jetzt interessiert, ist das Abgrasen von diesem alten Handelsposten hier. Damit ich auch ja nichts übersehe. Ja, wie diese Truhe hier. Na, Pfeile kann man immer brauchen. Eisen. Kunai habe ich. Sollte hier nicht auch wieder irgendwo ein mongolisches Artefakt sein? Bisher waren immer in diesen Mongolenposten welche, also jeweils eines. Wird hier hoffentlich nicht anders sein. Kann ich aufs Dach? Okay, aber da ist auch nichts. Eine Glocke, wie schön. So, ich glaube, das war's aber. Schaut gut aus. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, hier zu diesem unentdeckten Ort noch. Wenn sich das jetzt noch ausgeht, falls nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Und dann als nächstes zur dritten Hauptmission.
Nichts unter der Brücke. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Oh. Schön. Aber ich glaube, diese Felsformation mit dem Stamm da drüber hatten wir schon einmal, ne? Ja, hier hat im dritten Part das Spiel eigentlich so richtig erst begonnen. Das waren die Grasflächen, durch die wir geritten sind im Intro. Vermutlich hätte das Spiel auch gewollt, dass wir hier gleich weiterreiten zur Hauptmission, die wir jetzt erst als dritte angehen. Während wir schon einen Großteil der Insel, naja, Großteil nicht, aber einen guten Teil der Insel erforscht haben. Oh, was ist denn hier passiert? Das Gasthaus Reiseerholung ist aber mongolisches Gebiet. Und nicht wirklich verschont geblieben. Schaffen wir noch eine Serie? Meisterhaft. Aber da brüllt ja noch irgendjemand. Wo sind da noch welche? Ich meine, da oben steht einer, ja? Jetzt nimmer. Zünden hier alles an. Ah, Dreck. Ah, das Duell ging schief gegen den Speerträger. Kann nicht immer klappen. Aber hier ist wieder ein Glühwürmchen. Was willst du mir zeigen, Freund? Oh oh.
かりました。Dankeschön. Ah, nein. Wollte doch nur das Eisen aufheben. Okay, das war's auch nicht. Ichibante wa dare da? Ja. Und das war der Anführer wieder. Gut. So, Glühwürmchen, wo willst du mich jetzt hinlotsen? I don't get it. Oben? Offenbar. Ja. Da ist ein Artefakt der Mongolen. Und zwar... ein Dolch. Die Mongolen eignen sich oft Waffen und Werkzeuge der Perser und Chinesen an und entwickeln sie noch weiter. Mongolische Reiter tragen eine Vielzahl von Waffen. Oft befestigten sie einen Dolch an ihrem linken Arm, um ihn bei Bedarf in Nahkämpfen schnell einsetzen zu können. Gut. Sehr schön. Das Haus hat aber auch dasselbe Layout wie das andere Gasthaus, bei dem wir vorher mit Masako waren. Ne? Und wo wir auch schon in einem der früheren Parts das erste Mal waren. So, was gibt's hier noch einzusammeln? Nix. Es nimmt mich jetzt aber Wunder. Ja, das war Yuna. Aber mit wem sie sich da gerade angelegt hat, werden wir im nächsten Part herausfinden. Danke fürs Zusehen und wie immer, keep gaming.